Cash ist King. Warum du als Berufsbetreuer immer ein gutes Cashpolster haben solltest, darum geht es in diesem Video. Bleib dran. Das, was jetzt kommt, ist ein richtig heißes Video. Bleib dran. Hallo, liebe Freunde des Berufsbetreuerkanals. Ich bin's mal wieder, Cordelia Lindenborn, eure Berufsbetreuerkollegin aus Essen. Ja, heute in diesem Video wollte ich mal meine Gedanken mit euch teilen, warum ich es für extrem wichtig befinde, als selbstständige Berufsbetreuerin immer einen sehr ordentlichen Cash-Puffer zu haben. Also das heißt, einen liquiden Geldbetrag, also an dem man sofort drankommt und der einem also immer zur Verfügung steht, der auf einem Konto liegt, ohne Kündigungsfrist und so weiter, am besten Girokonto oder Sparkonto, von ja mindestens 3 bis 6 Monatsgehältern oder dem Betrag, den man so monatlich für sich als Einkommen braucht. Warum ist das so? Ja, wir Berufsbetreuer bekommen ja Vergütung und ganz überwiegend werden wir ja aus der Staatskasse bezahlt, aus der Landesjustizkasse, von all den Betreuungen, die mittellos sind. Und das ist ja der ganz überwiegende Teil, werden wir ja von der Justiz bezahlt. Allerdings ist das ja nicht so, dass man jetzt glauben muss, dass man deswegen, nur weil das von der Justizkasse bezahlt wird, man eben auch wirklich regelmäßig bezahlt würde. Das ist leider nicht so, das hat die Erfahrung gezeigt. Es gibt immer wieder Phasen, in denen einfach keine Vergütung überwiesen wird. Und da hat man eben dann als Betreuer, ehrlich gesagt, schlechte Karten. Also in der freien Wirtschaft, da wird man jetzt hingehen und eine Mahnung schreiben und mal einen Bescheid rausknallen eventuell, nach der ersten, zweiten Mahnung, die fruchtlos verlaufen ist. Und dann wird's losgehen, dann könnte man ja schon mit einem Mahnbescheid oder Verstreckungsbescheid, dann hätte man einen verstreckbaren Titel und könnte sein Geld, auf das man Einspruch hat, ja eintreiben. Das ist bei uns anders geregelt. Wir haben zwar Anspruch auf die Vergütung und auch erst, nachdem man 3 Monate im Voraus gearbeitet hat, ein komplettes Quartal gearbeitet hat, kann man erst den Vergütungsantrag stellen, dann für die letzten 3 Monate. Das heißt also, wir arbeiten ja eh schon 3 Monate im Voraus. Gut, und wenn man dann diese 3 Monate rum hat und seinen Vergütungsantrag stellt, dann gibt es immer wieder Phasen. Also, ich meine, normalerweise läuft es schon, das muss man sagen. Aber es gibt immer wieder Phasen, da stockt es in der Justizverwaltung bei den Stellen, wo die Vergütung angewiesen wird. Und natürlich sind das auch Menschen, die da arbeiten, völlig klar. Und wenn da mal 1, 2 Leute krank sind, irgendwie eine Grippewelle oder so ist oder irgendwie was anderes gerade los ist, dann passiert das schon mal, dann bleiben die Akten liegen, dann bleiben die Vergütungsanträge liegen und dann wird einfach kein Geld überwiesen. Das ist jetzt neulich so gewesen, kurz vor der Weihnachtszeit oder beziehungsweise es fing im Herbst an, so Mitte, Ende November, wurden die Vergütungsanträge irgendwie nicht mehr bearbeitet. Und gut, man schreibt dann so freundliche Erinnerungen, bitte um Überprüfung und so weiter, bitte um Anweisung der Vergütung nach 2, 3, 4 Wochen. Und dann, wenn das ohne Reaktion bleibt, dann nochmal und nochmal. Und man ruft dann mal an beim Gericht und dann kriegt man die Antwort, ja, wir haben hier gerade Krankheitsausfall und so weiter. Wir kommen hier gerade nicht durch, wir kommen hier gerade nicht weiter. Ja, und dann steht man da als Berufsbetreuer und kriegt monatelang kein Geld. Wenn das die einzige Einkommensquelle ist, dann sieht man schon ganz schön alt aus, ehrlich gesagt. Ich möchte auch nicht wissen, was los wäre bei Gericht, wenn die Richter und die Rechtspfleger oder die Justiz oder die Justizbediensteten dort beim Amtsgericht, wenn die mal 3 Monate lang kein Geld bekämen, ihr Gehalt nicht bekämen, was dann los wäre. Ja, aber da das so ist, muss man sich als Berufsbetreuer echt darauf einrichten. Also wie gesagt, das ist
Es sind Ausnahmefälle, ne? Also das ist jetzt nicht die Regel, aber es kommt immer mal wieder vor, dass eben aufgrund von irgendwelchen besonderen Personalengpässen in der Justiz einfach die Vergütung nicht regelmäßig bezahlt wird oder monatelang nichts überwiesen wird, aus welchem Grund noch immer. Und da hat man keine Chance, da sieht man echt alt aus. Ja, und deshalb mein Rat, oder so wie ich es handhabe, ist auf jeden Fall immer liquide zu bleiben, immer genug Cash zu haben, sodass einem, sag ich mal, so die nächsten 3 bis 6 Monate einfach überhaupt nichts passieren kann, dass man überhaupt nicht in die Situation kommt, dass man da irgendwie eng wird. Wir haben ja alle laufende Kosten, also sei es, wenn man jetzt ein Büro angemietet hat oder aber auch natürlich die eigene Wohnung, die eigenen Lebenshaltungskosten müssen wir ja nun auch bestreiten. Und von uns Berufsbetreuern wird ja auch verlangt, und das völlig zu Recht, dass wir in soliden finanziellen Verhältnissen wohnen, denn schließlich verwalten wir ja auch das Vermögen unserer Betreuten. Und da darf man natürlich nicht auf irgendwelche komische Ideen kommen, so nach dem Motto, sich da Geld zu leihen oder so. Das kommt ja, also darf überhaupt nicht in Frage kommen. Das ist völlig klar. Das wird von uns erwartet und das ist auch richtig so. Wir sind die Treuhänder der Gelder unserer Betreuten. Da darf man sich also keinen Fehltritt erlauben, also nicht im Großen, nicht im Kleinen, auch nicht im ganz Kleinen. Das ist ganz klar. Es setzt aber ja irgendwo auch voraus, dass man uns Betreuer auch leben lässt und dass man auch dafür sorgt, dass eben auch regelmäßig das Geld bei uns ankommt, unsere Vergütung. Und das kann eben immer schon mal passieren. Und da hat man im Prinzip als Betreuer also kaum eine Chance, kaum eine Handhabe dagegen. Das ist echt schlimm, das ist echt traurig. Ja, und jetzt kürzlich war das bei uns so, also wie gesagt im Herbst, und es ging auf die Advents- und Weihnachtszeit zu. Und das ist natürlich auch gerade die Zeit, also wo man dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr Geldbedarf hat, vielleicht Geschenke einkauft oder irgendwie eine Familienfeier organisiert und so weiter. Also alle Angestellten oder viele Angestellten bekommen Weihnachtsgeld und bekommen also dann einen extra Bonus oder so etwas. Und bei den Betreuern wurde mal gerade so der Geldhahn abgedreht und es war die totale Ebbe. Ja, das war schon richtig heftig. Und es ist dann letzten Endes so gelaufen, dass also einige Kollegen, das fand ich auch sehr gut, also nochmal vielen Dank da an die Kollegen, die sich da auch engagiert haben und die nachgefragt haben und nicht locker gelassen haben. Die sind also, haben die Betreuungsbehörde angeschaltet und dann ging das übers Gericht und ich glaube hoch bis zum Gerichtspräsidenten. Ich weiß es nicht ganz genau, also auf jeden Fall wurde die Sache eskaliert. Und dieser Zustand, dieser Missstand, muss man ja sagen, dann mal zur Sprache gebracht. Und dann, so 2,5, 3 Monate später, wurden die Vergütungen auch wieder angewiesen. Ja. Und das ist blöd. Also zum einen ist es natürlich blöd, wenn das Geld nicht regelmäßig kommt, weil man ja seine regelmäßigen Ausgaben hat, die man davon bestreiten muss. Und zum anderen ist es natürlich auch blöd, wenn dann auf einmal so ein großer Klotzchen Geld auf einmal kommt und dann irgendwie noch, was weiß ich, gerade der Jahreswechsel dazwischen liegt, dann ist das schon wieder für die Steuer irgendwie nicht so toll, weil man dann ja irgendwo seine Einnahmen verfälscht hat. Also man hat ja dann die Einnahmen vom letzten Jahr, die werden dann ja im neuen Jahr gebucht. Und das kann zum Beispiel schon dazu führen, dass man irgendwie steuerlich anders eingeordnet wird und dann im nächsten Quartal umso mehr vorauszahlen muss, als dass man eigentlich müsste, wenn regelmäßig die Vergütung angewiesen worden wäre. Ja, dieses Thema wollte ich mal mit euch teilen und letzten Endes also hat man, wie gesagt, also kaum eine Chance dagegen. Deswegen handhabe ich das so, dass ich wirklich einen Notfallpuffer habe, ein Notfallkonto habe, auf dem also genug Bargeld liegt, genug Geld liegt, was flüssig ist, was ich in solchen Fällen dann also verwenden kann, um wo ich dann genug Geld habe, um meine laufenden Kosten, meine eigenen Versicherungsbeiträge, meine eigene Stromrechnung, meine eigene Büromiete und so weiter und so weiter. Im Januar wird dann auch noch die Kfz-Steuer abgebucht. Der komplette Beitrag für die Haftpflichtversicherung, das ist auch nochmal ein dicker Klotzchen. Also das war wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr, eine sehr blöde Situation, in die man da kommt. Gerade um die Jahreswende, gerade um die Weihnachtszeit und Neujahrszeit herum, wenn man da erhöhte Ausgaben hat noch gerade und dann das Geld nicht kommt. Das geht eigentlich wirklich überhaupt nicht, geht auf keine Kuhhaut.
Aber wie gesagt, man ändert nichts dran. Es ist gesetzlich so geregelt, dass wir, obwohl wir selbstständig sind, obwohl wir eigentlich Unternehmer sind, an der Stelle hat man also dafür gesorgt, dass wir nicht die Mittel haben, die jetzt ein normaler Unternehmer hätte. Und wie gesagt, das von dem Schuldner normal auf dem zivilgerichtlichen Wege einzumahnen oder einzuklagen. Weil eben die Justiz, die Justizkasse, die Landeskasse unser Schuldner ist und der Zahlungsverpflichtete ist. Ja, so sieht's aus. Diese Gedanken wollte ich mal mit euch teilen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir auch mal von euren Erfahrungen berichtet und mir erzählt, wie ihr das macht. Und wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Like. Freue ich mich sehr drüber. Es hilft mir, diesen Kanal weiter bekannt zu machen, weiter nach vorne zu bringen. Und deswegen ist das eine tolle Sache, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Okay, ich freue mich auf euch das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute. Ciao.